Moin Freunde der Sonne, die Fähigkeiten, die Perks in Apex Legends Mobile für Pathfinder sind am Start und alter Falter hat der absolut geile Perks. Stand jetzt nicht mal 2 Tage nach Release zeichne ich die ganzen Perk-Videos auf. Wer sich wundert, ich habe in jedem Video immer dasselbe Dress an. Das ist alles nacheinander entstanden. Gebt mir mal ein Feedback, hat jemand von euch in der mobilen Version Pathfinder schon gespielt? Der hat so krasse Perks, und das sind einige dabei, die wir uns als nachträgliche passive Fähigkeit in der Standard Apex Legends Version eigentlich schon lange wünschen. Vorschläge von der Community wurden da, keine Ahnung, wahrscheinlich berücksichtigt, macht aber nur Sinn. Der ist ultra geil, aber ich habe noch nicht probiert, wie der sich steuern lässt mit dem Grappling Hook Movement hin und her. Ich bin gespannt, ich habe es noch nicht getestet. Wie gesagt, wenn jemand dabei ist, der das schon mal versucht hat und so ein bisschen es mit Pathfinder drauf hat, sagt mir mal, wie lässt sich das steuern. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Wir kommen zu den Perks, sorry fürs drumherum quatschen, aber die Perks haben es meiner Meinung nach wirklich als Pathfinder Main in der Standardversion haben es die wirklich absolut in sich. Pionierarbeit. Achso, wir gehen natürlich wieder auf den Skilltree, ist ja klar. Pionierarbeit, der Scan eines Überwachungssenders erhöht die Reichweite eurer Zipline. Ist das schon mal geil. Richtig, richtig stark. Kampfanpassung, wie bei jeder anderen Legende, sage ich es. 100 Schaden bei einem erfolgreichen Finisher auf euer Evo-Schild. Also ihr bekommt nicht 100 Schaden, sondern natürlich wird euer Evo-Schild um 100 Schaden gepimpt, damit es schneller die nächste Stufe erreicht. Wir haben eine Pathfinder-Plakette. Fremd und gefährlich. Nach dem Einsatz eines Überwachungssenders werden Gegner in einem bestimmten Bereich gescannt und auf der Minikarte angezeigt. Ist das nicht geil? Es ist eine Recon-Legende, wir dürfen es nicht vergessen. Eine aufklärende Legende. Es macht einfach nur Sinn, was für geile Perks der Typ hat. Schwindelig wäre ein E-Mod. Und im oberen Skilltree wäre Hakenfan der letzte Perk. Der Scan eines Überwachungssenders verkürzt die Abklingzeit von Kletterhaken dauerhaft. Oh, das ist auch ein ultra, ultra. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Die kommen sich in die Quere. Schade. Du kannst ja von jeder Farbe, blau, lila und rot, nur ein Perk auswählen. Okay. Der war auch blau. Verdammt. Da musst du echt überlegen, welchen du reinmachst. Weiter im Text, darum soll es ja nicht gehen. Wir haben hier tödliches Momentum. Der Einsatz deines Finishers, also der Zipline, verkürzt die Abklingzeit deiner ultimativen Fähigkeit um 30%. Ich habe gerade irgendwie falsch gelabert, sorry. Also der Einsatz eines Finishers. Abklingzeit deiner ultimativen Fähigkeit 30% weniger. Sorry, jetzt war ich gerade voll am Stottern. Wir haben ein Apex-Pack. Wir haben Verhör als letzten Perk in der mittleren Reihe. Der Einsatz seines Finishers zeigt die Position des feindlichen Squads auf der Minikarte an. Oh, ist das geil, Alter. Das ist so geil. Leck mich. Aerodynamisch. Dein Squad bewegt sich an deiner Seilrutsche, also an deiner ultimativen Fähigkeit und nur, wenn du sie selber gestellt hast, nicht irgendeine Fremde, schneller. Geiler Perk. Extra Pep. Bleibst du ein paar Sekunden in der Luft, während du deinen Haken benutzt, wird bei der Landung ein Geschwindigkeitsboost aktiviert. Auch sehr, sehr stark. Daumen hoch wäre ein E-Mod und wir haben Wiedersehen. Pathfinder kann ausgeschaltete Squad-Mitglieder mit seinem Haken zu sich ziehen, um sie schneller wieder zu beleben. Also ich finde, das sind aktuell mit die interessantesten Perks, die ich bis jetzt hier vorgelesen habe. Und das war's zu Pathfinder. Ich bin auf folgende Perks für die nächsten Legenden gespannt. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.